Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud. Vor lauter Cloud versteht man nicht mehr, was eigentlich genau was ist. Und darum habe ich dir ein Video gemacht mit einer einfachen Analogie, damit diese Begriffe einfach auseinandergehalten werden können. Was ist eine Public Cloud? Die Public Cloud ist wie ein öffentliches Schwimmbad mit einer Rutschbahn, mit einem Sprungturm, mit verschiedenen Möglichkeiten, da die verschiedenen Höhen zu springen und mit einem ganz langen oder mehreren langen Becken, um das Schwimmtraining zu absolvieren. Also es bietet eine unheimliche Vielfalt, sehr viele Möglichkeiten und du kannst quasi beziehen und nutzen, was du eben gerade willst. Die Ressourcen wie Speicherplatz, wie Rechenpower und so weiter werden bereitgestellt, öffentlich, public, und die Nutzer teilen sich diese Ressourcen untereinander auf. Anbieter sind Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle und so weiter und so fort. Die Vorteile: Du hast quasi keine Investitionskosten. Du kannst einfach nutzen, was du willst. Das Ding steht eh da, das Schwimmbad. Du musst nur Eintritt zahlen und meistens pro Monat eine gewisse Mietgebühr bezahlen. Du musst dich nicht um die Wartung kümmern. Der Anbieter, der trägt Sorge für alles, der putzt dieses Pool, der schaut, dass die Sprungtürme instand sind und so weiter und so fort. Und das Ganze ist durch äußerst skalierbar, erweiterbar. Du kannst, wenn du mehr brauchst, einfach mehr beziehen. Und wenn du weniger brauchst, kannst du weniger beziehen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Du bist abhängig vom Anbieter. Wenn das Schwimmbad jetzt einfach die Preise erhöht, dann musst du einfach mitmachen. Ansonsten kannst du nicht mehr ins Schwimmbad reingehen. Und dann gibt es natürlich auch ein Compliance-Risiko. Das heißt, du musst vertrauen, dass diese Anbieter deine Daten eben auch da speichern, wo sie angeben. Und das sind natürlich nur diese Lokationen, die auch angeboten werden. Du musst da nehmen, was verfügbar ist. Typischerweise gibt es aber schon heute eine gute Auswahl in Europa und in der Schweiz, damit du da auch wirklich compliant bist. Was ist eine Private Cloud? Eine Private Cloud ist wie dein ganz privater eigener Pool in deinem eigenen Garten. Das ist nur für dich und die Öffentlichkeit hat keinen Zugriff da, der kann da nicht baden kommen quasi. Diese Private Cloud Infrastruktur kannst du von einem Anbieter mieten, der das ganz speziell für dich macht und bereitstellt, oder du kannst es auch selbst in deinem Unternehmen aufbauen und so für dich bereitstellen. Die Private Cloud bietet folgende Vorteile. Du hast die volle Kontrolle über deinen eigenen Pool. Also das ist etwas, was genau für dich ist. Keine Chance für andere da drauf zuzugreifen. Du kannst auch deine eigenen Sprudeldüsen einbauen, ein ganz, ganz spezifisches Setup machen, so wie du willst. Und du hast natürlich auch die vollständige Kontrolle darüber. Die Nachteile sind klar. Ein Pool bauen, das kostet viel. Das sind hohe Kosten in der Anschaffung. Du musst auch da Hard-Software einkaufen oder einen Dritten bezahlen dafür. Die Wartung ist auch teurer, weil du das nicht verteilen kannst, diese Kosten. Du musst selbst für deinen Pool aufkommen. Und die Skalierbarkeit ist begrenzt. Dein Garten hat eine gewisse Länge, dein Pool hat eine gewisse Länge. Wenn die nicht mehr reicht, dann wird es ziemlich kostspielig, wenn man das vergrößern möchte. Außer du entscheidest dich, das Schwimmtraining im öffentlichen Pool zu machen. Denn dann kommt die Hybrid-Cloud ins Spiel. Ja, und was ist jetzt eine Hybrid-Cloud? Genau, es ist die Mischung aus beiden. Du hast quasi die Balance zwischen Agilität in der Public-Cloud, im öffentlichen Schwimmbad, aber auch die Privatsphäre deines eigenen Pools in der Private-Cloud. Es gibt da natürlich verschiedene Beweggründe, ein paar Beispiele dazu. Es kann zum Beispiel sein, dass du an die Kapazitätsengpässe kommst deines eigenen Pools. Dann willst du im Schwimmbad sein, dann würdest du gewisse Dienste auslagern in der Public Cloud. Und ein weiterer Beweggrund könnte die Datensicherung sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass du deine Daten, die du in der Private Cloud hast, an einem anderen Ort sichern willst und das vielleicht in der Public Cloud tust, dass, falls da was schief geht in deinem eigenen Pool, du zurückgreifen könntest im öffentlichen Pool. Dann ein weiteres Szenario sind die Compliance-Anforderungen. Es könnte zum Beispiel sein, dass du gewisse Daten, die eher unproblematisch sind, auf der Public Cloud hostest oder auf die Public Cloud speicherst, um da die volle Funktionalität zu haben. Aber ein gewisser Teil, der heikle Teil, die hochvertraulichen Dinge vielleicht bei dir selbst behaltest, in deinem eigenen Pool. Und dann kommt natürlich auch die Kosteneffizienz dazu. Wir haben gehört, der persönliche Pool, der private Pool ist sehr viel teurer, darum solltest du den wahrscheinlich eher klein halten. Und die großen Dinge, die machst du dann vielleicht in der Public Cloud. Dann kann auch die geografische Verteilung eine Rolle spielen, dass du bewusst
die Public Cloud nutzt, um gewisse Daten näher an deine internationale Standorte zu bringen, um von der Geschwindigkeit zu profitieren. Und zu guter Letzt natürlich spezielle Anwendungen, die es immer mal wieder gibt, die vielleicht gar nicht in der Public Cloud betrieben werden können oder das einfach sehr kompliziert ist. Dann würdest du auch eine Private Cloud oder einen Teil in der Private Cloud beziehen. Also ihr seht, die Hybrid Cloud ist eine Mischung. Du hast sowohl deinen eigenen Pool für deine privaten Badeaktivitäten als auch die Möglichkeit von den unglaublich breiten Funktionen des Schwimmbads, der Public Cloud zu profitieren. Eine ganz gute Mischung. Fassen wir zusammen. Die Private Cloud ist dein eigener Pool in deinem eigenen Garten. Die Public Cloud ist das wunderbare Schwimmbad mit Sprudeldüsen, mit Rutschbahn, mit einem großen Sprungturm, verschiedene Möglichkeiten. Und die Hybrid Cloud ist beides. Auf der einen Seite hast du deinen eigenen Pool im Garten, aber verschaffst dir, um zum Beispiel das große Schwimmtraining zu machen, Zugang zum Schwimmbad, also zur Public Cloud. Eindrücklich, was in den letzten 5 Jahren genau passiert ist. Die ganze Welt scheint sich total in Richtung Public Cloud zu bewegen. Ich kenne fast kein Unternehmen, das nicht mindestens 1 oder 2 Dienste aus der Public Cloud bezieht. Und darum haben wir bei iTrust auch unser ganzes Team auf diese Spezialität ausgerichtet. Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns, bei mir per Kommentar oder auch direkt auf www.itrust.ch. Wir freuen uns auf alle.